Hallo zusammen, grüßt euch. Heute ist der 20.12. Das heißt, ich müsste hier einmal natürlich gucken, dass wir einmal unseren Kalender weiter haben. Also 20. Und wie ihr ja wisst, der 20.12. ist der 4. Advent. Und dann zünde ich doch mal unsere 4. Kerze an, bevor es dann an den Kalender geht. So schnell vergeht die ganze Zeit. 20. Dezember. Dann schauen wir doch mal, was wir darin finden. Hier steht drauf, schaue mal nach rechts neben deinen Stuhl und du findest ein Buch, was du vielleicht noch nicht kennst. Und wenn du den kleinen Prinzen liebst, wirst du dieses Buch auch lieben. Cool. Also der kleine Prinz, den kennt ihr vielleicht alle, ist einer meiner Lieblingsbücher. Und hier haben wir ein Buch, Wenn die Sterne wie Rosen blühen, ist im Endeffekt von der Esther Kraft. Ich glaube, da lese ich euch mal so ein bisschen die Einleitung und das erste Kapitel vor. Und wenn es mit dem kleinen Prinzen zu tun hat, ist es mit Sicherheit ein sehr schönes Buch. Vorwort. Man kann nur der einen Rose helfen. Und wenn du nicht wenn du dieser einen Rose hilfst, dann ist es so, als hättest du sie alle aufgerichtet. Dann ist es so, als ob du die Welt wieder zum Blühen bringst. Das ist erstmal so als Einstieg. Stellen Sie sich einen Tag im Dezember vor. Noch ist es gar nicht richtig hell geworden, da setzt schon wieder die Dämmerung ein. Die Nächte scheinen ewig zu dauern, die Tage sind hingegen kurz. Es ist früher Abend. Sie befinden sich in einem Gartengrundstück in vollkommener Alleinlage außerhalb der Stadt. Der Wintereinbruch kam früh und den Garten überzieht bereits eine dicke Schicht Raureif. Die Natur ist erstarrt. Sie scheint ihr Leben ausgehaucht zu haben. Erste Schneeflocken kündigen sich mit einem kalten Wind an. Es gibt keine Straßenlaterne. Aber da ist der Sternenhimmel über ihnen. Das Strahlen der unzähligen Lichter zieht sie in ihren Bann und mit ihm beginnen sich neue Dimensionen zu öffnen. Es ist so, als würden sie die hektischen und lauten, die laute Welt hinter sich lassen und in eine sanfte Stille eintauchen, die sie spüren lässt, dass der Garten einige Geheimnisse in sich birgt. Plötzlich entdecken sie ein kleines, ihnen unbekanntes Wesen in der Nähe des Rosenbeetes. Was macht der seltsame Gast hier? Und woher kommt er? Ich habe sie gesehen. Sie ist schutzbedürftig und schwach, murmelt das kleine Wesen vor sich hin. Plötzlich dreht es sich um. Kann das sein? Sie staunen nicht schlecht. Ist er wirklich zurückgekehrt? Der kleine Prinz scheint ihre Verwirrung nicht zu bemerken. Ich muss ihr helfen, höre ich ihn klein flüstern. Tausend Gedanken jagen nun durch ihren Kopf. Hatte der kleine Prinz nicht wichtige Personen oder Orte aufsuchen können? Warum kommt er in einen dunklen, abgeschiedenen Garten? Setzt er so nicht seinen Planeten einem Risiko aus? Ihnen fallen die Affenbrotbäume ein, deren Triebe er aus dem Blick verliert. Genauso die Vulkane, die er nicht mehr gefegt werden von ihm. Was hat ihn dazu befähigt, seine geliebte Rose zurückzulassen?
beim Gedanken an ihre Glassturz, an ihren Glassturz müssen sie lächeln. Die Winternächte sind kalt für eine kleine Rose, ruft der kleine Prinz, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Wie ein weit entfremdetes Echo hören sie die Worte aus Antoine de Saint-Exupéry-Geschichte. Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich. Dann lauschen sie seinen Erzählungen und werden mit hingenommen in die Geschichte seines Besuches, in seine Reiseerlebnisse, und sie erfahren, für was man sich im Leben einsetzen sollte. Das erste Kapitel nennt sich dann Winterabend. Ich betrachte den Nachthimmel, größere und kleinere Lichter funkeln in der winterlichen Dunkelheit. Manche schienen so schon zu verblassen, andere strahlten intensiv. So, als ob ihre Zeit gerade begonnen hätte. In der Abgeschiedenheit meines Gartens, fernab der bei Tag und Nacht pulsierenden Stadt, wirkte das Licht mir auf eine wundersame Weise näher. Keine künstliche Lichtquelle störte den Blick auf den Himmel. Und die Rastlosigkeit der Menschen schien einer tiefen Stille zu weichen. Diese mutete fast wie ein Tor zu einer anderen Welt. Es war nun der vierte Advent. Ein kalter, unfreundlicher Tag. Ich hatte früher halt Feierabend gemacht oder machen können und beschloss, noch einmal in meinen Garten zu fahren. Der Aufenthalt und das Arbeiten in der Natur taten mir gut. Doch die Dunkelheit brach bereits kurz nach meiner Ankunft herein. In der verwaisten Gegend um mich herum waren nur hin und wieder einzelne Käuzchen zu hören. Alte, knorrige Bäume schufen im blassen Licht gespenstische Konturen. Zwischen Hecken und Büschen lief ich über die verschlungenen Gartenwege. Vor 3 Jahren hatte sich der Kauf plötzlich ergeben. Da die Angehörigen eines verstorbenen Patienten das Grundstück aufgrund der fehlenden Ortsnähe nicht mehr pflegen konnten und wollten. Auch wenn ich nicht viel Zeit hatte, erwarb ich schließlich das Anwesen, dessen Größe mir zunächst in der Anfangsphase wie ein kleiner Park vorkam. Ich hatte außer meiner Arbeit nie viel im Leben gepflegt und fühlte mich tatsächlich manchmal überfordert. Ich streifte im Vorbeigehen einen alten Kirschbaum. Wie eine eisige Peitsche spürte ich seine Zweige im Gesicht. Ich musste an den Sommer denken, der Baum hatte voller süßer Kirschen gehangen. Jetzt erschien er mir wie tot. In der Nähe des Baumes stand ein wohl ebenso altes eine ebenso alte gusseiserne Bank, die bestimmt seit Jahrzehnten ihren Platz nicht mehr verlassen hatte. Ich setzte mich darauf und ließ mich erneut in den Bann der Winternacht ziehen. Wie verzaubert blickte ich zum Himmel empor. Die laute Welt, die ich gewohnt war, wurde plötzlich ganz leise. Und eine wohltuende Stille legt sich über alles. Ich seufzte. Der Ruf eines Käuzchens riss mich aus meinen Gedanken. Der Vogel saß auf einem nicht weit entfernten Rosenbeet, flog aber bald davon. Meine Augen blieben jedoch an dem Beet hängen. Es gehörte zu einem kleinen Rosengarten, auf den mein Patient besonders stolz gewesen war, weil er über viele Jahrzehnte angelegt worden war und im Sommer immer üppige Blüten trug. Eine weiße Rose blühte besonders schön. Zu ihr schien der alte Mann, dem der Garten gehört hatte, eine besondere Beziehung gehabt zu haben. Denn in der Sprechstunde hat er mir häufig von ihr erzählt und was es bei ihrer Pflege zu beachten zu geben hat. Während alle anderen Rosen nach Übernahme des Gartens weiter gediehen, schien ausgerechnet diese Pflanze immer mehr zu verkümmern. Im letzten Sommer hatte sie nur noch eine einzige, wenn auch wunderschöne Blüte gehabt. Ich betrachtete die Rose, sie wirkte kläglich und zerfallen. Traurig überlegte ich, warum es ihr nicht gelungen war, ihre Schönheit zu behalten. Plötzlich fiel mein Blick auf einen besonders hellen, leuchtenden, glänzenden Stern.
Ich betrachtete ihn länger. Dieser Stern schien nun fast herauszutreten aus der Gruppe der Sterne, um mich auf eine magische Weise anzufunkeln. Vielleicht sieht er mir zu, flüsterte ich. In diesem Augenblick funkelte der wundersame Stern in einer fast gleißenden Weise wieder auf. Es war ein seltsamer Moment, eine der Schönheit des Überwältigtseins. So als ob Reines unserer Welt berühren würde. Das war nun das erste Kapitel. Falls ihr Lust bekommen habt, das Buch weiterzulesen, also ich werde es auf jeden Fall nochmal...